Vaginale Geburt nach einer Kaiserschnittentbindung. Das ist ein Thema, was zukünftig auch immer mehr Priorität hat, immer mehr Brisanz hat, weil es eben in letzter Zeit sehr viele Kaiserschnitte gab. In den letzten Jahrzehnten ist die Kaiserschnittrate einmal gen Himmel geschossen. Jede dritte Geburt war eine Kaiserschnittgeburt im Westen zum Beispiel. Im Osten ist das ein bisschen niedriger. Und wir sind jetzt alle auf dem Weg, daran zu kämpfen, wieder diese Kaiserschnittrate ein bisschen herunterzubringen. Nichtsdestotrotz kommen natürlich jetzt viele Frauen in den Kreißsaal, hatten schon mal eine Kaiserschnittentbindung und fragen, kann ich denn überhaupt noch normal entbinden? Prinzipiell ja, du kannst normal entbinden. Es gehören ein paar Dinge dazu, die wir heute klären, wo man aufklären muss, wo man Gespräche führen muss, was es auch für Risiken gibt. Prinzipiell gehört das in erfahrene Hände, aber es ist möglich, nach einer Kaiserschnittentbindung noch vaginal zu gebären. Interessanterweise gibt es trotz der vielen Kaiserschnitte ganz schlechte Datenlagen bezüglich einer vaginalen Geburt nach einer Kaiserschnittentbindung. Da gibt es wirklich nur ganz wenig fundierte Studien, wo wir uns drauf beziehen können. Und deswegen ist das auch so uneinheitlich. Die eine Gynäkologin sagt vielleicht dies, der andere Gynäkologe das, dann sagt die eine Klinik dies. Und da kommt man natürlich als Patientin extrem durcheinander. Das liegt daran, weil es noch keinen richtigen Standard gibt. Aktueller Stand heute. Man braucht, wenn man eine Kaiserschnittentbindung hatte und jetzt eine vaginale Geburt möchte, ein gutes Aufklärungsgespräch und das läuft in sogenannten Geburtsvorbereitungsgesprächen. Es gibt ein paar Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit das Ganze vonstatten geht. Und deswegen schicken euch eure Gynäkologen da draußen in den Praxen zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Schwangerschaft in die Kliniken zu einem Geburtsvorbereitungsgespräch. Denn es gibt auch noch ein paar andere Dinge zu klären, ob du schon mal eine Voroperation im Bereich der Gebärmutter hattest, ja oder nein, ob da ein querer Schnitt gemacht wurde an der Gebärmutter oder ein länglicher Schnitt. Das ist alles wichtig und das gilt es zu klären. Und wir besprechen jetzt einmal, was es denn für Risikofaktoren gibt bei einer vaginalen Geburt nach einer Kaiserschnittentbindung. Warum wird da überhaupt so ein Tamtam drum gemacht? Die größte Problematik bei Zustand nach Kaiserschnitt stellt tatsächlich die Narbe dar. Jetzt nicht die Narbe an der Haut, so wie man es vielleicht auch kennt, wenn man sich irgendwo geschnitten hat, sondern eben die Narbe an der Gebärmutter. Denn auch da entsteht Narbengewebe. Und das Problem an Narbengewebe ist, erstmal ist eine gute Sache, denn der Defekt, der da irgendwo entstanden ist, sei es jetzt an der Haut oder irgendwo bei uns innen oder auch an der Gebärmutter, wird verschlossen und wird versiegelt. Aber das ist eben nicht das Gewebe, was es vorher war. Es ist wichtig, dass man das weiß, aber man hat trotzdem eine Erfolgsquote von über 90% bei vaginalen Geburten nach einer Kaiserschnittentbindung. Es ist also schon ein gewisser Risikofaktor, aber man darf auch nie vergessen, dass das sehr, sehr oft gut geht. Man hat vor und auch während der Geburt schon Möglichkeiten, irgendwie abzuschätzen, ob da eine Risikokonstellation erhöht ist oder ob da jetzt dieser Fall eingetreten ist, dass die Narbe kaputt gegangen ist. Vor der Geburt kann man sagen, dass man auch per Ultraschall diese Gebärmutterdicke an diesem Narbenbereich ausmessen kann. Man kann schauen, wie dick dieser Bereich ist, wo früher da der Schnitt gemacht wurde an der Gebärmutterwand. Nichtsdestotrotz gibt es heute keine klaren Daten, wo man sagt, unter diesem Wert wird auf gar keinen Fall eine vaginale Geburt angestrebt oder über diesem Wert kann man auf jeden Fall eine vaginale Geburt komplikationslos durchführen. Es ist aber so ein gewisser Richtwert. Wenn wir bei uns bei den Frauen den Ultraschall machen und sagen, okay, ihre Gebärmutterwand ist noch so und so dick oder schon so und so dünn, können wir das Aufklärungsgespräch eben auch entsprechend so ein bisschen Risiko adaptieren. Können sagen, das Risiko ist vielleicht schon ein bisschen höher, aber ich würde es trotzdem probieren, aber wir müssen auf jeden Fall dranbleiben. Oder wenn man sagt, okay, die Wand ist eigentlich relativ dick, da sollte einem nichts passieren, natürlich bleiben wir trotzdem dran. Also da kann man schon mit dem Gespräch so ein bisschen in eine Richtung lenken, wie das Risiko überhaupt aussieht. Eine klare Datenlage, dass man sagt, so und so viele Millimeter und dann gibt es überhaupt keine vaginale Geburt, das gibt es noch nicht. Da sind aber Studien gerade dran, um da genaue Richtlinien zu sagen. Also Ultraschall ist eine gute Sache, es zu machen, ist aber auch gar nichts Definitives. Eine andere Sache, die wir machen können, und das machen wir immer während der Geburt, ist eine CTG-Dauerüberwachung. Also die kindlichen Herztöne müssen während der ganzen Geburt, während der Austreibungsphase abgeleitet werden und überwacht werden. Das hat den Hintergrund, dass wenn diese Narbe aufgeht, kann es natürlich auch zu einer Unterversorgung des Kindes kommen. Und das sieht man auch als erstes im CTG relativ schnell. Sodass wir, wenn wir da den Anhalt haben, da ist jetzt irgendwie die CTG-Veränderung, die Frau hat schon mal einen Kaiserschnitt gehabt, sind wir relativ schnell bei der Sache, um zu sagen, da müssen wir jetzt nochmal ganz genau hinschauen, ob das wirklich noch so in Ordnung ist, ob das so weitergehen kann oder ob wir da wirklich die Reißleine ziehen müssen. Und als dritten Punkt haben wir eine Kann-Option, keine Muss-Option, so eine Uterusruptur, wenn sie denn stattfindet, kann natürlich auch Schmerzen machen,
muss sie aber nicht. Und deswegen ist das bei uns ein bisschen schwammiges Diagnosekriterium, zu sagen, oh, die Frau hat jetzt ganz besonders Schmerzen. Aber man muss natürlich ganz genau hingucken und dranbleiben. Wenn die Frau zum Beispiel jetzt auch noch Kreislaufprobleme hat oder auch so Panikattacken hat, die wirklich über das hinausgehen, was eine normale Geburt vielleicht mit sich bringen kann, da muss man wirklich schauen, weil das kann manchmal so eine Reaktion auf so ein Aufgehen dieser Narbe sein. Und da müssen wir einfach ganz genau hingucken. Wir haben also diese drei Möglichkeiten zu schauen mit dem Ultraschall. Wie ist die Risikokonstellation? Ist die Wand dick oder dünn? Das zweite ist das Wichtigste, ist die CTG-Veränderung während der Geburt. Da muss man ganz besonders gucken. Und das dritte sind die klinischen Symptome. Sind da Schmerzen? Eine vaginale Blutung kann auch sein, muss aber nicht sein. Die sind so ein bisschen in Klammern zu setzen. Aber wenn da die Risikokonstellation in allen drei Punkten übereinstimmt, wir haben eine CTG-Veränderung, wir hatten vorher im Ultraschall auch eine relativ dünne Wand und jetzt haben wir eine Blutung und auch Schmerzen bei der Frau genau in diesem Bereich, dann ist es schon wirklich so, dass es sehr, sehr nahe liegt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Genug Ängste geschürt, man muss wirklich sich vor Augen halten, dass 9 von 10 Geburten nach einer Kaiserschnittentbindung auf normalen, unkomplizierten Weg enden. Es ist also wirklich etwas, was häufiger gemacht wird und was sehr, sehr oft gut ausgeht. Aber es ist auch wichtig zu wissen, dass da Komplikationen im Raum stehen, die dann, wenn sie eintreten, auch gar nicht so ohne sein können. Und das zu wissen, ist einfach für uns Ärzte, für die Hebammen, aber auch natürlich für die Patienten da draußen sehr, sehr wichtig. Fassen wir nochmal zusammen und ziehen ein Fazit und beantworten wir auch die Frage zu Anfang. Ist es denn möglich, vaginal zu entbinden, wenn man schon mal einen Kaiserschnitt hatte? Diese Frage wird ganz klar mit Ja beantwortet. Es ist möglich. Man muss es halt in entsprechendem Zentrum machen, die das sehr oft und by the way auch sehr erfolgreich machen. Es gehört eine gute Aufklärung dazu, was alles passieren kann, welche Nebenwirkungen und Komplikationen es gibt und eben ein entsprechendes Setting für den Fall der Fälle, dass ein Notkaiserschnitt ansteht. Aber es ist definitiv möglich und meine Erfahrung ist, dass es auch sehr, sehr gut funktioniert mit einer hohen Prozentzahl an positiven Ausgängen. Und eine Frage möchte ich vorwegnehmen, weil ich mir sicher bin, dass sie gestellt wird. Wie sieht es denn nach dem zweiten oder sogar dritten und vierten Kaiserschnitt aus? Kann man da noch vaginal entbinden? Und auch hier ist die Antwort, ja, wenn. Ja, wenn ihr in einem speziellen Zentrum seid. Ja, wenn ihr ein Geburtsplanungsgespräch hattet mit allem Pipapo, was eben dazugehört, ist es auch möglich. Ich selbst habe es auch erlebt, dass nach dem zweiten Kaiserschnitt noch eine vaginale Geburt gemacht wurde. Nach dem dritten und vierten Kaiserschnitt habe ich das tatsächlich noch nicht mitbekommen selber. Es mag Zentren geben, die auch das mitmachen, aber hier erhöht sich natürlich das Risiko enorm, dass da irgendwas passiert und deswegen muss das vorher auch auf jeden Fall gut besprochen sein. Das war das Video zum Thema vaginale Geburt nach Kaiserschnittentbindung. Ich hoffe, es wurde einigermaßen deutlich, worum es geht, wo die Risiken liegen. Nichtsdestotrotz ist es möglich und auch, wie ich finde, mit sehr, sehr vielen positiven Ausgängen verbunden. Und deswegen sprecht euch mit euren Kliniken ab, macht die Geburtsvorbereitungsgespräche und dann ran in den Speck. Bis zum nächsten Video. Ciao.